Hallo Fußballfreunde und willkommen zu einem neuen Video zu FIFA 19 und heute geht es um ein Geld. Es geht natürlich wieder um den Karrieremodus und zwar wie ihr extrem viel Kohle bekommen könnt, bis zu 1 Milliarde Euro. Ist hier möglich? Das könnt ihr eben mal so bekommen und ich zeige euch heute, wie das alles geht. Also, nachdem in den letzten Tagen nicht so viel gekommen ist, geht es jetzt wieder richtig los auf meinem Kanal. Auch FIFA 19 Karrieremodus mit Schalke 04 wird ab nächster Woche weitergehen. Ich hoffe, da guckt ihr da vorbei. Aber jetzt geht es, wie gesagt, nur darum, wie ihr ganz, ganz viel Transferbudget bekommen könnt. Also, erstmal ist wichtig, dass ihr die erste Saison spielt oder auch einfach simuliert, wie ich das hier gemacht habe, bis hinein in den Juni 2019. Dann, bevor ihr in die neue Saison geht, müsst ihr den Vertrag mit einem beliebigen Spieler verlängern. Am besten eignet sich dafür ein Stürmer oder ein Außenbahnspieler. Die komplette Beschreibung, wie es geht, findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Also, ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeinen x-beliebigen Stürmer, mit dem wir verlängern. Ich denke mal, hier Christo Gonzalez, das könnten wir schon gut machen. Wir gehen in die Vertragsverhandlungen hinein, damit wir das auch ein bisschen besser steuern können. Also, es ist wichtig, dass man eben einen Stürmer oder einen Außenbahnspieler nimmt. Es geht sicherlich auch mit anderen Spielern, aber das würde auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Sinn ergeben, was er für eine Rolle spielt, was für eine Vertragslaufzeit. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Hauptsache, sein Vertrag läuft eben mit einem ganz bestimmten Gehalt. Und zwar müsst ihr eben auch eine gewisse Summe an Geld jetzt schon haben und dann funktioniert das alles auch. Also das Gehalt muss zwischen 15 und 30 Millionen Euro liegen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal 26 Millionen. Das wird jetzt hier erstmal nichts real abtun an Sachen Kohle, aber gleich werden wir sehen, dass das eben richtig, richtig viel hilft. Also denkt daran, aber auch, dass diesen Spieler am Ende verkaufen müsst. Deswegen habe ich jetzt einfach mal diesen hier genommen. Den packen wir dann irgendwann irgendeinen Tausch bei irgendeinem schwachen oder ganz, ganz schwachen Spieler, dass wir den auf jeden Fall wegbekommen. Das müsst ihr auf jeden Fall beachten und dann könnt ihr auch schon in die neue Saison hineingehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Saison beenden und dann sehen wir uns in der neuen Saison wieder. Im Juli 2019. Nun brauchen wir einen Spieler, den wir eben nun verpflichten in einem Tauschgeschäft mit, in diesem Falle Gonzalez, mit unserem Stürmer, der eben jetzt dieses enorme Jahresgehalt bezieht. Ich habe jetzt mal ein paar Leute rausgesucht aus Saudi-Arabien, denn wir brauchen ja wirklich einen Verein, der an Gonzalez Interesse hat, ihn mit uns zu tauschen. Das ist die Sache, deswegen habe ich jetzt einfach mal Spiele aus Saudi-Arabien rausgesucht. Einfach nichts gegen Saudi-Arabien, aber da ist ja eigentlich die Liga vom Niveau her mit die Schwächste. Ich habe jetzt einfach mal nach Gefühl gesagt, das müsste eigentlich mit die Schwächste sein, die wir in FIFA haben. Und vielleicht sind ja die Clubs deswegen dann auch bereit, einen Gonzalez zu nehmen, der für diese Clubs eben eine enorme Qualität mit sich bringt. Wie gesagt, den Spieler, den wir uns holen, das kann jeder sein. Es ist komplett egal, aber wir machen halt einen Spielertausch, damit wir diesen Spieler mit dem Jahresgehalt wegbekommen. Und da muss eben der Verein natürlich auch Interesse haben. Und in diesem Falle, geht das nun leider nicht mit diesem Verein. Also den Spieler können wir also schon mal streichen. Probieren wir es nun also beim nächsten aus. Wie gesagt, diese Tauschgeschäfte sind schwierig mit Spielern, die eigentlich nicht wirklich attraktiv sind. Bei Gonzalez natürlich das Problem, er bringt eine 68 mit, somit natürlich nicht wirklich interessant für größere Clubs, die aber eher auch seinen Gehalt stemmen könnten. Deswegen ist das jetzt ein bisschen blöd. Aber naja, gut. Hier besteht auch kein Interesse. Deswegen, ich habe jetzt mal ein paar verschiedene Spieler auf die Liste gepackt. Es ist komplett egal. Es reicht eigentlich auch ein Spieler. Aber wir suchen eben jetzt nach diesem einen Spieler, den wir mit Gonzalez tauschen können. Deswegen sind jetzt mehrere auf der Liste. Theoretisch braucht ihr wirklich nur einen. Wenn es bei euch im ersten Moment klappt, dass ihr eben einen Spieler zum Spielertausch bekommt, dann ist es auf jeden Fall top. Bei mir klappt jetzt erst einmal noch nicht so wirklich. Kann natürlich auch, wie gesagt, am Gehalt liegen, dass es einfach zu hoch ist, dass dadurch kein einziger Club Interesse an ihn hat. Also, gucken wir jetzt hier noch einmal, ob das nun funktioniert mit diesem Spieler. Christo Gonzalez, natürlich für die Liga ein extrem starker. Und hier werden beide Vereine profitieren. Ein Tausch von Gonzalez passt. So, und jetzt haben wir also das Ziel erreicht. Packen wir mal eben die Spiele alle weg. Also,
Das war der entscheidende Schritt. Wir haben mit Gonzalez den Vertrag verlängert, ihm zwischen 15 und 30 Millionen Euro Jahresgehalt geboten und nun in der neuen Saison wollen wir einen Spieler verpflichten, um Gonzalez wegzutauschen, damit der eben zu einem anderen Verein geht und wir sozusagen das Gehalt, was wir ihm geboten haben, sparen. Jetzt verhandeln wir mit Abdou Yaba. Wie gesagt, der Spieler, den wir jetzt holen, ist komplett egal. Wir können danach den Vertrag auch direkt wieder auflösen. Aber wichtig ist eben, dass wir Gonzalez, in diesem Falle Gonzalez, dass wir unseren Spieler mit dem hohen Gehalt wegbekommen. Und zwar in einem Tauschgeschäft. Dann funktioniert das Ganze auch. Also, wir gucken jetzt mal, Vertragsdauer ist komplett egal. Wir können ihm theoretisch auch wieder enorm viel Gehalt bieten, was er sich überhaupt nicht in seinem Leben vorgestellt hätte, wenn man das so sagen möchte. So, Gehalt machen wir jetzt einfach mal 20.000. Ich denke mal, damit wird er sowas von zufrieden sein. So ist es auch. Und jetzt haben wir den Transfer abgeschlossen. Und nun gehen wir ins Büro. Und wir sehen, wenn wir das ein bisschen verschieben, dass wir eben normales Gehaltsbudget haben, sagen wir mal von 10 Millionen ist auch noch mega, mega viel. Also normalerweise ist so 6 schon extrem. Und wir sehen, wir haben 1,7 Milliarden Euro. Wir können jetzt nochmal ein bisschen weiter verschieben, bis man wirklich mal ein realistisches Gehaltsbudget hat. Ja, realistisch kann man wirklich sagen, ja gut, das ist jetzt ein Ticken zu wenig, aber 3 Millionen ist ein realistisches Gehaltsbudget, ungefähr, ja, oder 2,3 auch noch alles. Und wir sehen, 1,9 Milliarden Euro haben wir damit gemacht. Das ist der Glitch, den ihr ausprobieren könnt. Ihr müsst wirklich nur einen Spieler haben, mit dem ihr den Vertrag verlängert. Ihr bietet ihm eine Menge an Gehalt an, zwischen 15 und 30 Millionen Euro. In der nächsten Saison bietet ihr ihm in einem Tauschgeschäft an, holt euch einen anderen Spieler für ihn. Er geht somit zu einem anderen Verein und ihr spart enorm viel Gehalt, was ihr eben vorher ihm geboten habt und habt dann knappe 2 Milliarden Euro Transferbudget. In diesem Fall ist es sicherlich noch viel, viel mehr drin. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Ich würde mich über eine positive Rückmeldung freuen. Natürlich könnt ihr das Video auch gerne teilen. Und wie gesagt, FIFA-Karrieremodus geht bald weiter mit dem FC Schalke 04. Zudem kommen noch viele andere Videos in den nächsten Tagen und Wochen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeiguckt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.